Vielleicht gar nicht mal zum Leidwesen von Paul Stoddart starten beide Wagen aus der Boxengasse. Kommt es jetzt zum Unfall, sind die beiden vielleicht vorne. Und der Start erweist sich als noch dramatischer. Gleich wird die Ampel auf grün springen und Michael Schumacher kann keine Fahrt aufnehmen. Dann kommt Luciano Burti. Wie durch ein Wunder bleiben der Brasilianer und Michael Schumacher nach diesem schlimmen Unfall unverletzt. Halte dich ganz innen. Viele Wrackteile in Kurve 1. Luciano ist okay, kein Problem. Rennen unterbrochen, rote Flagge. Das gibt Michael Schumacher die Chance, den Neustart im Ersatzwagen zu bestreiten.